Es ist soweit. Es geht im Garten weiter. Hallo und herzlich willkommen in unserem wunderschönen kleinen Paradies. Wir hatten jetzt lange Zeit kühle Temperaturen, Regen. Zwischendurch tagsüber war es etwas wärmer gewesen, bewölkt, war Sonnenschein. Aber heute ist es richtig schön. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich hier weitermachen, um die Pflanzen auch weiter vorzubereiten und zu pflegen. Es hat relativ viel geregnet. Das heißt im Klartext, Bonsai. Düngen auf jeden Fall heute. Das werden wir machen heute mit Compo Complete. Ich habe noch den anderen Dünger. Aber heute nehmen wir den mal, ne, damit wir auch ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Aber bevor ich das mache, warte mal auf. Ich nehme euch jetzt einfach mal so mit kurz. Ne? Wackelt jetzt kurz ein bisschen, nicht vom Stuhl fallen. Und zwar zeige ich euch das mal ganz kurz. Wir werden, da gucken wir gleich auch rein, wir werden jetzt erstmal das Wasser vorbereiten. Ja, weil wir haben Regenwasser gesammelt. Ganz klarer Fall, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das machen. Hier steht gerade ein bisschen viel Wasser drin. Das können wir rausgießen. Hier ist wieder ein Getummel. Das ist der Wahnsinn. So, pass mal auf. Und zwar haben wir hier, ich habe das vorher schon geschüttelt, unsere Regentonne. Und hier kippe ich jetzt einfach mal effektive Mikroorganismen rein. Pi mal Daumen mache ich das, ne? Circa 200 Milliliter. Das rühre ich jetzt um und damit werden jetzt die Bonsai gegossen. Ja, und damit werden wir heute tatsächlich anfangen. Weil, wie gesagt, es gibt eine ganze Menge zu tun. Boah, hier ist was los. Alter Schwede. Alter Schwede. Und die Sachen wachsen so schön. Richtig kräftig. Herrlich. Aber wie gesagt, es hatte jetzt viel geregnet und da ist also Zeit zu düngen. Die werden jetzt alle gegossen und gedüngt, die Klamotten. Guck dir das mal an. Der Weidenzaun. Ach, das ist so schön, ne? Wenn man was Neues macht, das macht richtig Spaß. So, das jetzt kurz dazu. Wie gesagt, es geht gleich weiter hier. Ich muss jetzt erstmal gießen und düngen. Yippie-yay. La, 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 la. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlicherweise. Es ist ja enormst, was hier passiert ist jetzt in der Zeit, seitdem wir nicht mehr draußen waren. Auch der Birne geht es richtig gut. Das ist so schön anzusehen. Ja, ich bin am Überlegen. Doch, das werden wir heute auch machen. Wir werden sie heute tatsächlich auch düngen. Wasser ist interessanterweise nicht mehr drin. Also sie hat ganz schön was weggesoffen hier. Das ist schon mal sehr gut, ein sehr gutes Zeichen. Und von daher werden wir die auf jeden Fall heute düngen. Die Pfefferminz brauchen wir nicht düngen. Die hatten wir vor geraumer Zeit gedüngt, aber die düngen wir mit dem biologischen Dünger. Ne? Ja, pass mal auf, wo machen wir jetzt weiter? Schauen wir uns erstmal die Sachen hier an, die wir zur Aussaat gebracht haben. Ein Teil ist gekeimt, ein Teil keimt jetzt. Ne? Das, die kommen ganz unterschiedlich, die Sachen hier rausgeschlüpft. Standen allerdings draußen, auch nachts, wenn es kalt war. Ich will einfach ausprobieren, ja, welche Pflanzen auch was abkönnen. Hier kommt eine kleine Sonnenblume raus hier vorne. Das sind die, ja, wie heißen sie jetzt? Ich komme gleich drauf. Das sind die Kohlrabi hier. Das sind Ringelblumen, diese beiden Reihen hier. Kapuzinerkresse ist das hier. Eine davon, die zwei sind gekeimt, wobei die erste Spitze ist verfroren hier. Sie keimt dann aber jetzt von unten wieder nach. Das ist auch mal so kurz mitgenommen. So, die Tagetes, da hat sich noch nicht viel getan. Eine ist schon raus, aber ich sehe gerade, da kommen auch ein paar. Ja, da kommt eine. Kann man noch irgendwo eine sehen? Die kommen jetzt auch, wenn es wärmer wird, denke ich mal. Aber wie gesagt, die Sachen bleiben draußen stehen, es sei denn, es gibt Frost. Ne? Dann natürlich nicht. So, dann kommen wir jetzt zu unserer Lavendelaussaat. Ja, wer sich noch daran erinnert, die ist ein paar Mal umgefallen im Winter, die Kiste hier, ausgekippt, keine Ahnung warum. Seite schieben hier. Ich habe einfach alles wieder reingeschmissen hier und wie wir sehen, es keimt vielerlei. Das hier, Moment, ich zeige es mal eben hier, das sind tatsächlich Lavendelsamen, die jetzt aufkeimen. Das klappt also wunderbar, die hat man im Herbst hat man die zur Ausgabe gebracht. Pass mal auf. Hier sehen wir noch andere Sachen, so wie hier. Da weiß ich nicht, was das ist. Und von daher, das lassen wir erstmal alles keimen. Ne? Bei gegebener Zeit ziehen wir das eine oder andere bei raus. Man weiß ja nie, was so wächst noch. Oh, das ist echt, das ist der Wahnsinn. So, die Bonsai habe ich gedüngt. Jetzt kommt der Dünger erstmal wieder rein in die Halle. Der sollte nicht in der Sonne stehen. Oh, wie hübsch die geworden sind. Die hatten wir hier zwischengepflanzt, weißt du noch? Ja, wie gesagt, die sind jetzt alle gedüngt hier. Reihe durch. Das andere kommt später dran. Nur das mit dem Bonsai war mir jetzt ganz wichtig, dass die ordentlich versorgt sind. Weil insbesondere bei den Kastanien ist das ganz wichtig, denn ansonsten kriegen die auch hässliche Blätter. Da müssen wir darauf achten, dass sie also nicht trocken werden und ausreichend mit Nährstoffen versorgt sind. So, ich sammle mich und dann, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll hier, ehrlich. Weil es gibt so viel zu zeigen jetzt hier. Aber alles an einem Tag geht ja auch nicht. Ne? Von daher schauen wir gleich mal.
fangen wir heute mit den kleineren Sachen an. Das sind jetzt unsere Bäumchen, die wir teilweise jetzt noch zum Frühjahr rausgeholt hatten, auch als sie schon im Austreiben waren. Die waren noch nicht am Austreiben hier, das sind die Rotbuchen, die Fagus sylvatica. Die hatten wir aus der Erde rausgeholt und hier eingetopft und die kommen jetzt. Ne? Haben ein bisschen Zeit gebraucht, aber die Knospen gehen jetzt auf und dementsprechend können sie hier wunderschön drin wachsen. Genauso wie die Eichen hier. Nimm die Hand dahinter, damit man ein bisschen besser sehen kann. Ne? Wunderschön am Austreiben, richtig herrlich. Ich bin mal gespannt, inwieweit das düngertechnisch funktioniert, dass wir sie so hinbekommen, dass sie also auch kein Mehltau und so bekommen. Ne? Wie gesagt, mit den effektiven Mikroorganismen grundsätzlich bei jedem Gießvorgang, denn das haben wir in den Tonnen drin bei uns, in geringer Konzentration, aber dafür werden sie kontinuierlich damit gegossen. Ne? So, dann kommen wir zu dem wunderbaren Experiment hier. Unseren Kastanien, ne? Die hat man im Herbst schon rausgeholt, hier reingepflanzt oder Spätsommer. Und haben sie im Anstau stehen lassen im Winter. Stehen sie jetzt immer noch im Anstau, sind wunderschön am Austreiben. Sogar die Kleine, wo ich da vor kurzem noch dachte, die geht kaputt, die kommt gar nicht. Aber nein, sie kommt jetzt auch. Siehst du wohl, ne? Auch das hat tatsächlich funktioniert. Ah, das ist schon eine coole Sache, ne? Auch hier die Kastanie im Anstau. Das ist schon mal genial anzusehen, dass das so funktioniert. Was wir davon ableiten können, müssen wir später sehen. Ne? Auf jeden Fall begleiten wir das Experiment weiter. So, die Linden kommen dann jetzt auch endlich. Die brauchen ein bisschen länger, genauso wie die Eschen auch. Aber sie sind jetzt auch am Austreiben und von daher auch wunderschön, schön, hübsch. Ich müsste ihn eigentlich noch rausholen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch machen sollten oder nicht. Aber ihr wisst ja, ne? Wir erfahren nur etwas, wenn wir es machen. Das heißt, wir werden es gleich auf jeden Fall machen. So, da steht unser Lindenbäumchen. Auch das ist wunderschön am Austreiben hier. Hat auch lange Zeit gebraucht, steht ja hier im Topf. Und von daher läuft auf jeden Fall. So, also ich, boah, das ist so herrlich hier. Am liebsten würde ich mich hier auf eine Liege legen, weiß Bescheid, ne? So ist das. So, Erde muss ich auch noch vorbereiten, die muss ich gleich noch durchspülen, damit ich auch noch was pflanzen kann. Von daher, mal gucken, was wir uns gleich ansehen. Wie gesagt, das ist so viel hier. Ich weiß echt nicht, wo ich anfangen soll. Yippie-yay. Im Anstau. Das Schöne im Anstau ist ja, wir können auch nachmessen, was Sache ist, ne? So, ich halte das mal hier rein, das Gerät. Wir haben hier knapp 480 Mikrosiemens drin, das ist okay. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sehen kann, ich hoffe es einfach mal. Ne? Und hier mal knapp, ne, gehen wir mal ein bisschen an die Seite hier, knapp 220 Mikrosiemens. Also ne, das ist ein bisschen wenig bei dem hier. Ich würde hier sagen, bei der Kastanie ist es noch ausreichend. Sieht auch richtig kräftig grün aus. Allerdings würde ich sagen, müssten mal das Wasser wechseln. Ich hole mal eben raus hier. Da sind schon viele Algen drin, aber es ist glasklar. Ne? Von daher ist das nicht so tragisch. Aber ganz wichtig, bei diesen Algen, ne, wenn es jetzt warm wird richtig, dann kann es durchaus sein, dass die ganze Geschichte mal umkippt und dann fängt das hier an zu verjauchen. Und das wäre natürlich nicht von Vorteil. Ganz klarer Fall. Ne? Also jedenfalls sollte man schon mal das Wasser wechseln. Aber im Moment ist noch okay, das ist noch alles glasklar hier und von daher lasse ich das nur. Hier werde ich allerdings jetzt das Ganze aufdüngen, auch bis erstmal bis 500 und dann mal gucken, wie wir das im Laufe des Jahres handhaben, inwieweit wir damit zurechtkommen. Im Anstau bemerkt, ne? Oh, ich sag's dir noch einmal. Ja, es ist alles im Gange jetzt, ne? Und alles kann ich auch nicht sehen. So sieht man nichts hier, ne? Das ist nicht viel. Aber guck mal hier. Guck mal da. Siehst du das? Sie kommen raus, die Wurzeln. Sie kommen. Oh, das ist so schön anzusehen. Mal gucken, ob ich das jetzt so hinbekomme. Ja, guck mal. Ja, jetzt hat die Frage, was machen wir? Lassen wir ihn jetzt wirklich weiter hier drin in diesem Experiment oder wollen wir ihn doch einpflanzen, weil das könnte man richtig hübsche werden. Ne? Ich überlege mal. Oder weißt du was, da können wir ja auch, ne, noch die Tage machen. Läuft ja nicht weg. Okay. Dann machen wir das heute doch. Wir werden ihn rausnehmen und mal bearbeiten. Was genau passieren wird, kann ich jetzt im Moment noch nicht sagen. Ich werde jetzt, bevor ich anfange zu schneiden, das Ganze mal in einem Wasserbehälter tauchen, in einem Eimer. Und herschütteln, rütteln, ein bisschen rumfummeln und mal gucken, ob wir den so freigespült kriegen. Nur bevor wir uns jetzt die Wurzeln alle komplett verletzen und dann würde ich sagen, ja, das mache ich jetzt mal als erster. Ist schon hübsch geworden, ne? Schwiegers stand auch draußen, Winter im Topf einfach. Läuft. Und schon kann es losgehen. Rütteln und schütteln, ein bisschen stampfen, ein bisschen drücken, an den Rand klopfen und tralala. Ein bisschen mit den Fingern dazwischen, lalala. Ganz in Ruhe, tralala. So, das Wasser ist noch recht kühl. Ich schätze mal so 10 Grad ungefähr. So, das wiederholen wir jetzt so lange, bis wir das Schätzchen freigespült haben. Ne? Zwischendurch vielleicht das Wasser mal wechseln, dass man wieder so einen Überblick hat, ob noch was rauskommt. Ne?
Und da ich ja jetzt sowieso gießen muss, kann ich das Wasser gleich in die Töpfe gießen. Ja, das klappt ganz gut. Das meiste ist schon raus. So, ich wechsle das Wasser mal und dann mache ich den fertig hier und dann schauen wir gleich mal, was wir damit machen. Freunde, das Schöne ist, wir können wieder was bei lernen. Ne? Ist das möglich, jetzt im Austrieb einen Baum tatsächlich noch, so wie er jetzt vorgegeben ist, weiterhin zu pflegen, wachsen zu lassen? Oder geht er kaputt? Ja, was denkst du? Was denkst du? Kriegen wir das hin oder nicht? So, ich mache das erstmal in Ruhe zu Ende hier. Ja. Nochmal ganz kurz gezeigt. Du kannst ja auch dann tatsächlich noch das restliche Substrat herausbekommen hier. Immer schön an den Rand kloppen hier, wieder ins Wasser. Wasser rauskloppen, ins Wasser rauskloppen und drehen dabei das Ganze immer wieder mal, dass er von allen Seiten gekloppt wird. Ah, das ist schon cool, ne? Das hat doch tatsächlich auch mit so einem Wassereimer ganz einfach funktioniert. Dann brauchst du nicht so viel Wasser verschwenden. So, er ist tatsächlich, würde sagen, fast ganz sauber. So, was machen wir jetzt? Einfach zwischendurch mal die Ruhe genießen. So, es geht weiter. Yippie-yay. Ich habe es angefangen, also müssen wir es auch beenden, logischerweise. Ne? Und mal gucken, wie wir jetzt weiter vorgehen. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir dieses Bäumchen bearbeiten. Das wurde schon mal gemacht. Im Display kann ich gerade nicht sehen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. So, wollen mal gucken, ob wir die Wurzel jetzt so ein bisschen hier auseinandergezogen kriegen. Das wird sicherlich nicht einfach. Wobei ich gerade schon überlegen bin, ob ich nicht einfach schon mal radikal schneide. Denn wir sehen hier, ist er damals, ich hole mal ein bisschen näher ran, ist er damals geschnitten worden. Hier, wo diese vielen Wurzeln entspringen. Und hier auf der gegenüberliegenden Seite auch. Da wurde auch schon mal geschnitten. Weißt du, was ich mache? Ich werde einfach den unteren Bereich wegschneiden jetzt, weil ich den sowieso nicht brauchen werde. Das machen wir jetzt einfach mal radikal pauschal. Nicht zu viel auf einmal. Den Rest können wir gleich noch nachschneiden. Dass wir schon mal ja, das ganze Gedrehte unten im Prinzip weg haben. Dann, ne? So, eins, zwei, hopp. Ich sag's dir. Yippie-yay. So, dann haben wir das Schlimmste eigentlich schon fertig. Dann können wir das Ganze jetzt nämlich ein bisschen auseinandersortieren hier. Ja, siehst du wohl, Start Bonsai, ne? Im Mai. Ja, Denglisch weiß Bescheid, ne? Jeder wie er mag, ne? Man sollte nicht versuchen, die Menschen in irgendeiner Art und Weise dirigieren, leiten, lenken zu wollen, ne? Von daher kann jeder machen, wie er möchte, ne? Das sind alles freie Individuen. Individuen. Ach du meine Güte, jetzt ist aber, weiß Bescheid, ne? Es gibt Wörter, die spricht man im Leben vielleicht nur 4 oder 5 Mal. Ne? Okay, so, also, da bringt jetzt nicht wirklich viel mehr hier. Jetzt muss ich überlegen, inwieweit ich überhaupt den Wurzelbereich gestalten möchte. Ne? Von daher lehne ich mich erstmal zurück, schmeiße den ins Wasser. Schauen wir mal. Fertig, mehr habe ich gar nicht dran gemacht. Schau dir das mal an, das passt ja wunderbar. Ich werde ihn jetzt nicht noch mehr abschneiden, weil ich ihn später einfach noch ein bisschen höher setzen möchte, wenn er etwas älter geworden ist. Habe ich jetzt zumindest so vor. Ne? Mal gucken, was dann die Zeit tatsächlich mit sich bringt. Hier ist jetzt allerdings einer, der überkreuzt den anderen. Den nehmen wir dann mal weg hier. Und alle anderen Wurzeln, ja, die lassen wir einfach so, wie sie sind. Da machen wir gar nichts dran. Ja, aber das heißt gar nichts. Wir haben sie ja schon zurückgeschnitten. Aber ich meine, wir sortieren hier nichts weiter aus. Wir lassen das einfach so, wie das jetzt ist hier. Ja, und können die Wurzeln dann dementsprechend weiter wachsen lassen. Würde ich sagen, das mache ich jetzt tatsächlich so. Und da gucke ich mal, kann ich nämlich auch schräg reinsetzen hier. Gucken, ob das jetzt von dem Wurzelbereich hier soweit passt. Ja, das ist okay. Das Coolste bei dieser Schale ist, hier ist unten schon ein Netz drin, da brauchst du auch kein Netz mehr. Cool, ne? Ja, das ist echt cool. Das sind die etwas günstigeren, ohne Untersätze, aber für draußen sind die richtig gut. So, also ein ganz kleines bisschen hier unten reinmachen. Verwende natürlicherweise, wie gehabt, Fiboterm, gemischt mit etwas Kokoserde, ne, wie wir das schon kennen. Und lass uns mal überraschen, was der Baum jetzt dazu sagt. Ne? Das ist natürlich jetzt eine coole Sache. Wenn uns das gelingen sollte, aber ich gehe davon aus, dass das so ist. Ne? So, und fummeln wir das Ganze hier zwischen die Wurzeln, das Substrat, damit da keine Löcher entstehen und sich alles gut entwickeln kann. Tja, siehst du wohl, ne? 1, 2, 3. Eigentlich wollte ich nur ein paar kleine Bäumchen heute zeigen, also allgemein Bäume. Ne? Und jetzt haben wir tatsächlich einfach mal einen Baum nicht kleiner gemacht, sondern dementsprechend einfach mal vorbereitet als kleinen Baum in dem Sinne als Bonsai später mal. Ne? Siehst du wohl. So, das mache ich mal in Ruhe zu Ende hier und dann geht's los. Da mäht schon wieder jemand Rasen.
Ja, ich sag's ja, ich müsste eigentlich auch Rasen mähen, aber weißt du was, ey, ich lasse das erstmal blühen. Die Bienen, die brauchen das hier. Ne? Dann ist es ein bisschen ruhiger hier auch. So. Das musst du den Kindern auch beibringen dann. Du musst halt ein bisschen aufpassen beim Laufen. Ne? Nicht so durchtrampeln durch die Gegend einfach, sondern ne, wenn man geht, dann auch mal auf achten, wohin man geht. Das ist ganz wichtig, dass Kinder das auch lernen. Und das lernen sie so natürlich am besten, ganz klarer Fall. Ne? So, okay. Ich würde sagen, wie gesagt, ich mache das mal eben alleine zu Ende hier, sonst ne, sitzt sie hier zu lange dabei. So, siehst du wohl. Ja, 1, 2, 3, siehst du wohl, ne? Haben wir 9 Bonsai bald hier. So, den hier unten nehmen wir schon mal ab. Den nehme ich auch weg hier, weil der dünner ist als der hier vorne. Machen wir es mal so im Prinzip, wie man es machen sollte, ne? Ne, nicht genau, aber so in etwa, ne? Ich werde ja auch nicht ganz so viel dran rumschneiden, weil ich sehen möchte, ob der das mit dem Austrieb schafft, ne? So, den müssten wir ein bisschen drahten nach hier, schon mal ein ganz klarer Fall. Hier oben ist ein kleiner Knubbel mit mehreren Ästen, da müsste ich auch eigentlich was dran wegschneiden. Dann werde ich jetzt auch machen. Oh, das ist aber... da muss ich mal gerade von der anderen Seite gucken. Mache ich das dann jetzt? Pass mal, uftibuftibum. Das wird erstmal eine heftige Wunde werden. Aber es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Er war ja auch gar nicht geplant als Bonsai. Ich wollte einfach nur als kleinen Baum das Ganze haben. Oh! Ne, ich wollte es einfach nur... Mache ich das dann jetzt? Als kleinen Baum haben. Oh Jesus, pass mal auf. Ich werde es jetzt einfach machen. Ey. Dann sehen wir auch mal, wie sich das dann im Laufe der Jahre entwickelt. Wenn man jetzt tatsächlich mal solch einen Schnitt macht, den man eigentlich mal gar nicht machen sollte. Das ist nämlich nicht so gut. Das ist nämlich eine arg große Wunde jetzt hier. Nicht, weil es eine große Wunde ist, sondern weil das eigentlich optisch nicht aussieht. Ne? Das sieht optisch einfach nicht aus. So, ich schneide das mal vorsichtig nach hier. Tada, tada. Ich mache jetzt mal keine Nahaufnahme. Ne? Das haben wir nun oft genug gesehen, wie das funktioniert. So, hat aber doch ganz gut geklappt. Okay, müssen auf jeden Fall gleich abdecken. Das steht schon mal fest. Dann haben wir oben hier eine bereits vorhandene Schnittstelle hier. Die müssen wir gleich nachschneiden. Und wir werden jetzt einmal hier etwas wegnehmen, damit wir den einen Trieb hier leiten können. Das sind nämlich mehrere Triebe, von daher müssen wir uns hier für einen entscheiden. So, siehst du wohl, ne? Dann schneide ich den hier nochmal nach, damit wir den auch ordentlich verschließen können, damit die Wunde besser zuwächst. Das geht also tatsächlich besser mit der Wundpaste, ne? Denn ansonsten, man sieht es jetzt vielleicht auch schon, das trocknet aus im Holz hier. Das ist nicht so der Burner. Das sollte man also da tatsächlich dann direkt nach dem Schnitt erledigen, damit das ordentlich zuwächst und sich dort kein Pilz oder ähnliches drunter entwickeln kann. So, ready. Dann verschließen wir das Ganze jetzt mal noch kurz. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so laut mit dem Rasenmäher, aber dürfte eigentlich nicht, weil der ist ja weit weg. Ne? Aber naja, ich kann es nicht ändern. Das ist jetzt so gegeben, wie es halt ist. Ne? So, dann verkleben wir das Ganze. Verschließen im Prinzip. Ne? Nicht verkleben, verschließen. Damit das ordentlich zuwachsen kann. Ist wirklich besser. Also die Erfahrung haben wir jetzt schon mal gemacht im Laufe der Zeit. Das nehmen wir auf jeden Fall so mit. So. Jetzt hat man hier oben noch eine dicke. Wenn sie wachsen dürfen, dann verschließen sich die Wunden von ganz alleine. Ne? Aber wenn man jetzt einen regelmäßigen Rückschnitt macht im Laufe der Zeit, dann ist das ganz schwierig. Ne? Von daher, hier sind nämlich einige Schnittwunden von damals, die zugewachsen sind auch. Aber da durfte der Baum wachsen. Der ist ja damals groß geworden. Ne? Also ist richtig weit rausgewachsen, bevor wir ihn dann nochmal zurückgeschnitten hatten. Also von daher, ne? Jetzt wird das nicht so einfach sein, denn er soll jetzt nicht mehr so stark rauswachsen. Das ist jetzt nicht mehr Sinn und Zweck der ganzen Aktion. Siehst du wohl, jippie. Okay, mal gucken, was der jetzt macht. Ne? Ganz wichtig, natürlicherweise logisch, ne? Kräftig gießen, kräftig, kräftig gießen. Und dann lassen wir den auch im Anstau erstmal stehen hier. Und nicht hier, nee, nicht in der Sonne. Der kommt jetzt, ne, weiß Bescheid. Der kommt dann erstmal absonnig gestellt, ganz wichtig. Ne? Gucken wir die Tage mal, wie er sich dann entwickelt, ob er das so verkraftet hat oder nicht. Ne? Wie gesagt, ich lasse jetzt ein bisschen Wasser noch rein hier, damit er im Anstau steht und Wasser saugen kann. Ne? Das ist ganz wichtig jetzt bei den dicken Wurzeln, die wir abgeschnitten haben. Dass er also wirklich Wasser saugen kann. Jippie. So, okay. Dann schauen wir mal, was wir gleich machen. Ich muss aber erstmal, ich gehe erstmal rein, Kaffee trinken oder hol mir einen Kaffee und auch was anderes trinken. Apfelschorle oder so. Oder Fruchtschorle. Und mal gucken, vielleicht der Rasenmäher gleich weg.
Der wilde Wein auf dem Stein. Er befindet sich jetzt im Austrieb. Wunderschön, das kann man so sehr schön sehen. Ne? Den haben wir vor kurzem zurückgeschnitten gemeinsam. Der wächst ja hier, wie gesagt, auf einem Stein. Das ist eine coole Geschichte. Und wir hatten ja vor kurzem einen Sämling bekommen aus der Anzucht von dem Feldahorn. Und den werden wir heute gemeinsam einpflanzen. Hier sind übrigens die anderen Kandidaten, die da mit drin waren. Die Mammutbäumchen, Sequoia Dendron Giganteum. Die hatten wir hier in die Schale reingepflanzt. Und wie gesagt, wir hatten ja noch, da steht er in der Tasse, ne? Da hatten wir noch einen wilden Wein, einen Sämling. So, ich mache die Einstellung jetzt einfach mal so. Mal gucken, ob wir das so hinbekommen. Ich denke mal, ja, pass mal auf. Ich gehe einmal kurz rum. Aber ich kann mich nicht konzentrieren, weil im Krach, glaubst du das wohl? So, das heißt, wir werden ihn heute einpflanzen. Wir hatten ihn ja hier ins Wasser gestellt so lange. Bei den Wurzeln machen wir gar nichts dran. Die lassen wir einfach so lang, wie sie sind. Das heißt, nee, nein, den müssen wir doch abschneiden hier. Pass mal auf, den müssen wir abschneiden. Den kürzen wir ein. So, den Rest, den lassen wir jetzt so, wie er ist. Ne? Und pflanzen das Ganze so ein. Bei Sämlingen ist das Schöne, ja, die haben einen schönen Ansatz später hier unten. Ne? Ganz anders als bei Stecklingen. Und von daher sind die also wesentlich interessanter in der Bonsai-Anzucht als im Steckling in dem Sinne. Das können wir auch sehr schön bei dem Bonsai sehen, ne? Den wir jetzt in der Schale gerade gesehen haben. So, bekommt einen großen Topf, damit er sich kräftig entwickeln kann. Jetzt ist nämlich hier so gegeben, die machen zwar auch viele Wurzeln, aber die Wurzeln bleiben ganz lange Zeit dünn, ne? Also biegsam in dem Sinne. Also kannst du rechnen, 2-3 Jahre auf jeden Fall kann er hier drin bleiben mit seinen Wurzeln. Und trotz alledem können wir später, wenn wir ihn wieder herausholen, die Wurzeln noch dementsprechend in Form bringen. Das ist also, ne, weiß Bescheid, nicht zu tief einpflanzen, dass der Ansatz unten nicht mehr drin ist. Und dann auch hier ganz viel Wasser. Also es ist schöner zu arbeiten, wenn du Ruhe hast. Ist so, ich weiß auch nicht. Also, oh, ich habe irgendwie Pech im Moment, ey. Ich filme immer dann, wenn Krach draußen ist. Ich weiß auch nicht. Aber ist so, ich kann nur morgens filmen. Ne, nachmittags muss ich mich ausruhen. Und von daher geht das nicht anders. Also auch hier ganz kräftig wässern. Auch im Anstau stehen lassen, anschließen, ganz wichtig. Und natürlicherweise auch absonnig, logischerweise. Ne? Ja, und mal gucken, wie der sich jetzt im Laufe der nächsten Jahre entwickelt. Ich überlege gerade mal, wie alt der andere ist. Das weiß ich nämlich gerade selber gar nicht so genau. Den habe ich damals, da war ich noch im Arbeiten, selbstständig, aus einem Garten. Genauso klein war er damals, wie dieser jetzt auch. Genauso klein. Ich versuche es gleich mal auf eine Reihe zu kriegen. Wie lange das jetzt her ist. Der ist wirklich wunderschön gewachsen. Ne? Richtig herrlich. Das ist so cool anzusehen hier mit den Wurzeln. Das ist so fantastisch. Ja, das ist einfach nur cool. Das ist übrigens ein Lavastein hier, wo der drauf wächst. Aber das macht schon was. Ne? Das macht schon richtig was her. Das sieht richtig cool aus. Aber nach wie vor immer noch in der Anzucht hier. Ne? Ist noch lange nicht fertig. Sollte man nicht denken. Nein. Der bleibt da noch ein bisschen drin hier. So, ich überlege gerade mal, wie alt der jetzt tatsächlich ist. Der Bergahorn, den wir vor kurzem diese wunderschöne Schale umgesetzt haben, umgepflanzt haben. Da werden wir heute etwas dran machen gemeinsam, denn wir werden jetzt anders vorgehen als die Jahre zuvor. Denn wir müssen jetzt, müssen nicht, das ist Quack mit Soße. Ich möchte jetzt, dass ich das Längenwachstum nicht mehr in dem Sinne produziere, ach meine Güte, hervorhebe, sondern das Ganze eindämme in dem Sinne, das Längenwachstum. Das heißt, wir müssen die Triebe, die jetzt schon am Herauswachsen sind, tatsächlich wieder zurücknehmen, ähnlich wie wir das im Prinzip auch bei der Kastanie machen. Das machen wir heute mal gemeinsam und gucken mal die eine oder andere Stelle etwas genauer an. Wir können auch nicht ganz so viel machen, denn er befindet sich gerade im Austrieb, aber die Triebe, die jetzt schon herauswachsen, da zeige ich euch mal, wie wir das machen. Und wir müssen auch hier im Kronenbereich etwas eingreifen, denn dort ist das Ganze richtig vielfältig. Wie weiß Bescheid, vielfältig am Wachsen. Und da müssen wir schon mal sortieren. Wir haben jetzt hier einen Ast, der sehr stark schon am Herauswachsen ist. Wir sehen hier diese Teile, wo die Knospe damals sich drin befunden hat im Prinzip. Das sind die Reste davon, die trocknen irgendwann ab und fallen heraus. Und hier werden wir das Ganze jetzt tatsächlich zurücknehmen, um das Ganze zu einem neuen Wachstum anzuregen. Man könnte den jetzt auch noch wachsen lassen, wenn man das lenken möchte. Dann kann man den erstmal rauswachsen lassen noch ein bisschen hier und dementsprechend das Ganze dann später zurückschneiden. Aber ich werde das Ganze komplett zurücknehmen, denn wie gesagt, der Baum soll nicht mehr herauswachsen. Hier braucht man nichts machen. Bei dem Austrieb, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht mehr sehen so richtig. Hier ist schon die Endknospe gegeben, das heißt, der wächst schon gar nicht mehr weiter raus hier. Das ist soweit okay. So, hier oben ist das jetzt ein bisschen schwierig, pass mal auf. Aber ich glaube, das kann man schon mal erkennen. Hier wächst der zum Beispiel nach oben. Den nehmen, hier muss ich auf die andere Seite gehen.
Den nehmen wir auf jeden Fall schon mal weg hier. So. Ne? Okay, der wächst nach unten, ist aber eigentlich optional optimal. Ja, mir wäre es fast lieber, wenn ich den sogar... Nee, komm. Quack mit Soße, den müssen wir später mal drahten hier. So, mehr können wir hier noch nicht machen. Wir lassen das noch ein bisschen weiter rauswachsen. Und dann gucken wir mal eben hier oben. Ja, solche Arbeiten macht man lieber mal in Ruhe. So, wir haben hier unten einen Ast und hier kommt einer neu herausgewachsen. Sogar zweierlei. Die kommen hier weg. Die sollten hier nicht wachsen, damit sie sich nicht gegenseitig bedrängen. Hier haben wir jetzt zwei Knospen. Ich lasse sie im Moment noch, irgendwann werde ich einen davon entfernen und den anderen zurücknehmen. Ja, im oberen Bereich ist natürlich heavy ausgetrieben. Ne? Der schickt ja auch die ganze Kraft hin jetzt. Das ist ein ganz klarer Fall. So, das heißt, wir werden die beiden auf jeden Fall schon mal wegnehmen, weil das ist der eigentliche zu erzielende neue Aufbau, den ich haben möchte. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo wer hingeht. So, der kann auf jeden Fall weg hier. Bei dem bin ich mir noch nicht ganz sicher. Es kann sein, dass wir den hier behalten. Oder den, einen von den beiden. Das heißt, also die beiden werde ich erstmal belassen. Und die werden wir gegebenenfalls, wenn sie weiter rausgetrieben sind, auch wieder zurücknehmen, um dementsprechend eine neue Verknospung anzuregen. Jo, dort war es schon. Siehst du wohl, ne? Wie gesagt, dem müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen drahten. Das werde ich eben noch machen. Und mal gucken, ansonsten müsste es soweit okay sein. Wenn irgendwo eine Knospe nach unten heraustreibt, die brechen wir dann natürlich heraus, ganz klarer Fall. Aber ist ja auch noch, Schritt für Schritt machen wir jetzt Stück für Stück hier dementsprechend weiter, ne? Um den Baum zu lenken. Ich versuche es mal so zu zeigen, ob man das sehen kann. Hier ist der Anfang vom Draht, ne? Der wickelt sich dann hier um den Baum. Guck, ob ich das jetzt so hinbekomme. Ja, jetzt hast du wieder Schatten, ne? Da ist ja nur meine Blätter dran, das kommen auch Schatten, ne? So. Dann geht er hier rum, einmal hier, von unten und dann hier einfach leicht rüber gebogen und das Ganze dann nach unten gezogen. Also haben wir hier den Vorteil, dass wir nicht zu stark gedrahtet haben, dass das einschnüren kann. Ne? Das ist auch ein großer Vorteil bei der Art und Weise jetzt, dass man das nicht umwickelt komplett, ne, sondern einfach nur nach unten zieht in dem Sinne. Dann wächst der Draht nicht so schnell ein. Trotz alledem muss man das natürlich beobachten, ganz klarer Fall. Ne? Immer schön ein Auge drauf werfen. Aber das werden wir sowieso jetzt fortlaufend machen, weil wir immer wieder eingreifen werden. Ne? Wir können nicht alles auf einmal jetzt machen, sondern immer dann, wenn etwas gegeben ist, machen wir dementsprechend mit dem Bäumchen hier weiter. Okay. Kommen wir jetzt zu der Kastanie, die wir vor kurzem hier gemeinsam hereingepflanzt haben. Wir hatten auch schon einiges dran geschnitten. Sie ist trotz alledem kräftig herausgewachsen und das trotz dieser Umtopfaktion. So, das heißt für mich, ich muss das reduzieren, weil ich möchte hier kein dicken Wachstum erzielen, sondern ich möchte später eine feine Krone aufbauen. Auch bei einer Kastanie ist das möglich. Und von daher werde ich die langen Triebe, die jetzt herausgewachsen sind, zurückschneiden. Und zwar da, wo sie ausgetrieben sind, sodass die Blättchen von den Knospen selber noch dranbleiben, ne? Weil darunter entwickeln sich dann dementsprechend später neue Knospen und da kann er nächstes Jahr dann wieder austreiben. Er wird dieses Jahr voraussichtlich dann nicht mehr viel austreiben, weil Kastanien ist ja so, die machen jetzt einen Austrieb, machen hier oben einen Abschluss und dann ist Feierabend, mehr wachsen sie dann nicht mehr. Ne? So ist das in der Regel. Könnte sein, bedingt durch den Rückschnitt, dass er nochmal angeregt wird auszutreiben, wobei ich da nicht von ausgehe, dass da noch viel passieren wird. Aber ich möchte die Krone jetzt klein bekommen im Laufe der Jahre. Das ist jetzt das Ziel der ganzen Sache. Und das ist übrigens die Kastanie, die ich damals aus den Graben herausgeholt habe. Jetzt wird noch daran erinnert, vor vielen Jahren. Das war, ach so, bei dem wilden Wein, das müsste ungefähr 8 Jahre her sein. So in etwa. Ne? So in etwa. Wie gesagt, war ein ganz, ganz kleiner Sämling, so wie wir ihn vorhin gesehen haben. Und so schön hat er sich jetzt im Laufe der Zeit entwickelt. Also wir brauchen wirklich Geduld, natürlicherweise auch bei der Kastanie. Hier wird es ungefähr 4 Jahre her sein oder 5 Jahre her sein. Ich kann das auch immer nur schätzen. Gut, ich konnte in den Videos nachgucken von damals, ne? Aber das ist mir jetzt auch nicht ganz so wichtig. Weißt du Bescheid? Ja, würde sagen, kommen wir jetzt auch zum Abschluss. Wenn es gefallen hat, winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der kleinen Miniaturbäume. Es muss nicht alles Bonsai sein. Man kann auch Bäume klein halten, einfach nur indem man sie zurückschneidet. Machen wir nächstes Mal. Ich wollte gerade sagen, ich zeige euch noch. Jetzt ist Schluss. Weißt Bescheid? Es geht ja weiter. Ne? Ist ja nicht so, dass dann dementsprechend jetzt Ende ist Gelände, sondern es gibt jeden Tag etwas zu sehen. So, da weiß ich gerade nicht, wie das Wetter morgen wird. Von daher würde ich sagen, sonst hätte ich gesagt, wir sehen uns morgen draußen wieder. Aber das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich weiß gar nicht, gerade wie das Wetter morgen wird. Ja, die Kastanie, siehst du wohl, ne? 1, 2, 3. Ist sie wieder klein und die ist richtig hübsch geworden jetzt im Laufe der Jahre. Ne? Richtig hübsch, das ist so schön anzusehen.
So, meine Lieben, ich lasse jetzt das Bild hier stehen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder, ob nur drin oder draußen. Das werden wir dann sehen. So, yippie-yay, es geht weiter.